Dann hier ist der Aboram und ich bin in Starfield. Und ich habe wieder eine weitere Fraktionsmission, die ich jetzt mit der UC weiterführen möchte. Ich habe ja den ersten Teil mit euch schon durchgemacht. Da habe ich die Botschafterin davon überzeugt, mit einer Lüge, Asche auf mein Haupt, dass sie das Richtige tut. Und jetzt muss ich den nächsten Botschafter finden, der vielleicht tot, verschollen, keine Ahnung was ist. Und ich zeige euch mal kurz die Mission. Und zwar die Mission ist hier, Freunde wie diese Part 2. Und ich gehe jetzt dann in das Haus Varun. Und das Interessante ist jetzt, ich zeige euch mal einen kleinen Gig. Und zwar hier unten gibt es jetzt den Punkt auf Karte zeigen. Dann drückt man einmal B. Und dann kann ich jetzt hier sofort hinreisen. Mach da nochmal kurz einen Short raus irgendwann, aber dafür brauche ich ein besseres Beispiel, als jetzt nur einfach mal auf Planeten zu reisen. Die Schnellreise noch schneller, aber für euch hier schon einmal in diesem Video. Und ich wünsche euch mal viel Spaß, wie ich dieses Problem lösen werde. Ich bin gespannt, welche Sachen sich da wieder auftun. Okay. Oh, sieht ein bisschen längere Zeit ja verlassen. Das ist halt ein Baum, der ein bisschen... Das Grün könnte mal ein bisschen entfernt werden. Ich bin gespannt, komme ich da mal auf? Natürlich nicht. Nur das neugierige kleine Blick. Ihr müsst noch mal ein bisschen warten. Achtung. Hier geht's auch. Oh Mann, das hätte klappen können. Auch hier hoch, aber hier gibt es nichts. Schön, dass ich jetzt hier bin, aber das war es dann auch. So, okay, jetzt komme ich aber auch in den Aufzug. So, und jetzt kann ich mir die Ebene aussuchen und es geht nach unten. So, dann gucken wir uns das Ganze noch ein bisschen näher an. Soll das echt so aussehen? Bei Varun weiß man einfach nie. Hey. Oh. Kann man sogar Computer entsperren mit geheimen Informationen? Könnte klappen. Und das. Ich die jetzt so stellen können. Schade eigentlich. Ah, da geht auch einer. Warte mal, da geht noch einer. Da geht einer. Jetzt passt's. Geschütze aktivieren. Na, die lassen wir mal inaktiv. Auf aktuellen Nutzer schützen. Yeah.
Eon. Boah. Nehme ich mal mit. 100. Schon nicht schlecht. Auch keiner. Ah, Verteidigung habe ich schon gehackt. Die sind jetzt auf meiner Seite. Das sieht so ein bisschen aus wie so ein, ne? Das ist ein cooler Anzug. Cooler Dude-Anzug. Eigentlich dürfte er mir nichts tun. Doch eigentlich. Okay. Wow, passt auf. Passt nicht. Der müsste da passen. Tut er auch, aber der kommt dann dahin. Nein. 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 Da passt er. Da passt er. Selbst dahingestellt. Hier nicht passt. Einheiten. Okay.
Mein Spiel brauche ich nicht. Ja, noch weiter. Wir haben das als jemand anders. Das sind die Roboter, die ich jetzt dazu gebracht habe, dass sie auf mich aufpassen, was sie natürlich nicht tun. Mistdinger. Hier muss ja noch mal hoch. Immer noch Lehrling Dietrich. Na gut, okay. Also das könnte passen. Ja. Der passt da rein. Der passt hier rein. Jetzt wird's verwirrend. Der passt da rein.
So, dann haben wir die weg. Jetzt auch nicht eine Digi-Dietriche, die Dinger hier. Diese Nummer hier. Bleibt nur noch ein Doppelter. Ah, der geht da rein. Der geht da rein. Also. Der? Nein, das. Das ist auch schon doppelt. Das wird ja nichts. Das geht. Wenn ich die drei nehme, brauche ich noch einen mit zwei. Lieber den und den. So. Dann brauche ich nur noch einen Zweier. Passt. Mal. Na gut, dann habe ich jetzt alles auf Feind gestellt. Thank you.
das gute Zeug. Lass den Rest da. Die Strafe hat sich also als Vorsehung entpuppt. Wieder einmal zeigt sich, die Wege der großen Schlange sind wahrlich unergründlich. Ich schulde dir meinen Dank und eine Entschuldigung für deine Tortur. Komm, lass uns reden. Von halb defekten Intercoms durch die Botschaft geleitet zu werden, lässt als Begrüßung einiges zu wünschen übrig. Deine Beharrlichkeit ist lobenswert. Der Giftbaum hat wohl mehr Systeme beeinträchtigt, als mir klar war. Aber wie könnte ich eine solche Schönheit einsperren? Aber sag mir, wie ist es in der Außenwelt? Ich hörte eine Nachricht über einen Angriff. Dann folgte ein Energiestoß und schließlich blieb nichts als Stille. Ist es der restlichen Stadt auch so schlecht ergangen? Stoß? Nein, warte mal. Giftbaum, ist das Ding etwa da toxisch? Das sind völlig harmlose Sporen. Sie behindern nur die Sicht. Deshalb leite ich dich über die Intercoms, um das Umweltkontrollsystem wieder einzuschalten und mich zu befreien. Es ist das Harz, das dem Baum seinen Namen... Nun, das ist jetzt vielleicht nicht das beste Thema. Aber bitte erzähl mir vom Rest der Stadt. Steht sie noch? Ja. Wirklich? Dann sollte ich mich wohl schnellstens um die Reparaturen kümmern. Nun, sicher habe ich deine hilfreiche Anwesenheit nicht nur der Gnade der Schlange zu verdanken. Du kommst von den UC, so viel steht fest. Wer sonst würde hier einfach so reinspazieren? Ich hörte eine Nachricht über Terrormorphs am Weltraumhafen. Das ist durchaus bedenklich, aber warum solltest du hierher kommen? Wo ich doch nichts zu bieten habe, außer wohlmeinenden Zuspruch. Ah, einen Archivcode. Die UC benötigt also Informationen. Über Terrormorphs, nehme ich an. Habe ich das richtig erfasst? Perfekt. Das Archiv dient vor allem der Erhaltung des Lebens. Die Nutzung dieser Daten zur Verhinderung weiterer Angriffe wäre durchaus logisch. Aber bevor ich dir Zugang gewähre, habe ich eine Bedingung. Seit Jahren ist Haus Varun als Inbegriff von Gewalt bekannt. Wir gründeten diese Botschaft, um dieses Vermächtnis abzuwerfen. Doch mit wenig Erfolg. Im Gegenzug für meinen Code musst du dafür sorgen, dass er für gute Zwecke eingesetzt wird. Dafür, dass Varun für mehr steht als nur Gemetzel. Kein Wissen ist von böser Natur. Wir sind es, die es zum Bösen wenden. Versprich mir, dass mit dem Wissen, das du suchst, Leben gerettet werden, statt sie zu gefährden. Genau, das ist es.
Anders funktioniert es nicht, denn das Vertrauen zwischen euch allen ist etwas wackelig. Gut. Dann habe ich keine Sorge. Komm, folge mir. Hoffentlich funktioniert es. Da haben wir es. Möge es guten Zwecken dienen. Oh yeah. Eine schöne Perle kurz zusammen. Bitte, bitte. Das gesehen als Easter Egg, aber ich habe noch nirgendwo Toilettenpapier finden können, das man bewegen konnte. Nein, ist schlecht. Schlecht. Na gut, dann Dankeschön. Nee, da war nichts. Na dann, raus hier. Na dann wollen wir mal gucken, ob wir das Ganze mal... Nein, warte mal. Lock, das hätte ich gesagt gehabt. So, Lock mit der Maus drüber. Auf Karte anzeigen. Hab ich weggemacht. Lock. Gespannt. Freunde wie diese. Ich muss da hinten lang.
Privatsektor. Da gibt's das Toastgeld. Captain, mich haben eben einige Nachrichten von einem Agent aus der Botschaft erreicht. Hast du sie etwa überzeugt? Radcliffe? Belmore? War er noch am Leben? Haben sie beide zugestimmt? Ja. Das ist unglaublich. Hätte nicht gedacht, dass Radcliffe mit sich reden lässt. Ich bin sehr gespannt zu erfahren, wie du das alles hingekriegt hast. Aber die Nachbesprechung muss leider fürs Erste warten. Trotzdem, ausgezeichnete Arbeit, Captain. Also dann, ich habe bereits alles mit den Archivwärtern arrangiert. Wenn du dort eintriffst, wird die Wärterin der UC dir erklären, wie du die Codes einsetzt. Folge den Anweisungen aufs Wort. Hier, der Code-Teil der UC und eine Archivzugangskarte. Der Eingang ist am gleichen Platz wie das Mastgebäude, direkt gegenüber. Und natürlich benimmst du dich da unten, ja? Okay, dann begeben wir uns mal zum Sperrvertrag. Gebäude. Gedöns. Ja, war etwas. Geht's. Captain, du wirst bereits erwartet. Tritt an die Überwachungsstation heran. Dann gehen wir die Regeln durch. Willkommen im Archiv, Captain. Um fortzufahren, musst du die drei Code-Teile an der jeweils vorgesehenen Stelle platzieren. Sobald sie verifiziert wurden, öffne ich die Tür. Deine Daten jetzt schön, wir sind jetzt noch mehr knacken können. Zumindest vorher gespeichert. So, dann wo müssen wir jetzt hin? Der ist nicht weit von hier. Können wir da auch. Ha, ich habe einen anderen Weg gefunden. So,
wollen wir mal. Hey! Da bist du ja. Hallo? Dieser interfraktionellen Kooperation geredet. Es ist eine gute Idee. So sind alle in die Lösung involviert. Und es ist klar, dass wir nichts zu verbergen haben. Sicher werden wir uns bestens verstehen. Also dann, Captain, übertrage bitte die Dokumente an Major Sanon. Sie und ich haben die nächsten Schritte bereits diskutiert. Es wird Zeit, dass wir eindeutige Antworten erhalten und herausfinden, ob wir auch die richtigen Fragen stellen. Wenn du dann soweit bist. So, bitte sehr. Verstanden und bestätigt, Captain. So viel also zu den Daten. Wir haben bereits diskutiert, wo genau unsere Forschung stattfinden soll. Das Hauptquartier der Red Devils auf dem Mars, wo du Percival gefunden hast, bietet sich an. Da gibt es bereits die nötigen Geräte und Sicherheitssysteme. Es sollte sich sogar Platz für die unabhängigen Beobachter finden. Es klang aber so, als hätte die Vizeministerin erst noch ein paar Sachen mit dir zu besprechen. In der Tat. Und zuoberst auf der Tagesordnung steht deine Einbürgerung. Dann sehen wir uns wohl auf dem Mars. Captain, bitte folge mir. Uhu. Ich werde eingebürgert. Ich bin jetzt ein offizielles UC-Einbürger-Mitglied. In Ordnung, Captain. Bist du bereit, Bürger der United Colonies zu werden? Ich bin bereit. Sehr gut. Wir haben noch mehr zu besprechen. Also bekommst du die kurze Version. Bitte erhebe deine Hand. Captain, durch deine Taten heute und in den vergangenen Tagen hast du dir deinen Platz in den United Colonies verdient. Durch deinen Dienst, deinen Mut, deine Stärke und deinen Einsatz für das Allgemeinwohl. Wirst du diese Werte auch in Zukunft aufrechterhalten? Das werde ich. Dann verleihe ich dir hiermit die vollwertige Staatsbürgerschaft der United Colonies. Hier, dein offizieller Pass und dein Einbürgerungsgeld. Wir haben außerdem das Immobilienbüro Aphelion informiert, dass du zum Erwerb von Immobilien berechtigt bist. Also, dann kommen wir nun zum nächsten Thema. Ein Mitglied der UC hat um ein Gespräch mit dir gebeten. Die Position dieser Person ist etwas kompliziert. Normalerweise käme das nicht in Frage. Aber diese Person hat möglicherweise Informationen, die bei unserem Terrormorph-Problem sehr nützlich werden könnten. Und die will sie nur mit dir teilen. Und hat namentlich um dich gebeten. Du musst mir also versichern, dass alles, was du gleich siehst, strengster Geheimhaltung unterliegt. Niemand darf davon erfahren. Nimmst du diese Bedingung an? Na klar. Hoffentlich wird es dazu nicht kommen. Begib dich zum Aufzug. Dein Ziel ist unter Sektion 7. Ich sorge dafür, dass du die Freigabe hast, bis du dort ankommst. Okay. Also, wir gucken uns das Ganze mal an. Und, Freunde wie diese, es gibt das geringe Übel. Tatsächlich, es ist eine neue Mission hier zu UC. Schon ziemlich geil. Oder kann ich nur sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Herr Panoia Abraham, bis demnächst wieder hier auf meinem Kanal. Ciao, ciao.